Yo, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen auf meinem neuen Video. Und zwar wurde der Rapper Cambo Slice in seiner Wohnung aufgefunden und verhaftet. Ja, er soll wohl Frauen prostituiert haben oder besser gesagt sie auf den Strich geschickt haben, ja. Es wurden mehrere tausende Euro in seiner Wohnung gefunden, Freunde. Ja, die Bild-Zeitung berichtet von über 240.000 Euro. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß man natürlich in dieser Art und Weise jetzt nicht. Seine Partnerin wurde festgenommen, so wie sein Hund, wie ich mitbekommen habe. Die Partnerin soll wohl ca. 23 Jahre alt sein und soll wohl auch eine Frau sein, die sich prostituiert haben sollte. Jetzt fragen sich viele natürlich, warum sich da jetzt Sinan G einmischt. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Vor einigen Monaten, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, kam dieses bekannte Video von Sinan G online. Ja, wir konnten es sehen, wie Sinan G sein gutes Stück in der Hand hält. Ihr kennt das Video wahrscheinlich, die einen oder anderen, die es nicht mitbekommen haben. Ich kann es natürlich nicht einblenden, ist ja wohl klar. Ist aber auf einigen Plattformen noch erhältlich. Ja, der Rapper Cambo Slice hätte wohl damals sich krass dazu geäußert und hätte das Video wohl ein wenig populärer gemacht, indem er sagte, Sinan G hat noch viel mehr Dinge am Laufen, von denen ihr nichts wisst, ja, mit Transen, dies, das, etc. pp. Ach Sinan, ach, was ist bloß aus dir geworden, du Schlampe? Drück die Bandpedale, Rapper masturbieren vor der Kamera, du trägst Blamage, im Knast hat man die Flaschen in den die Transe, die du ständig oder als Mann geboren, deshalb hat dich deine Frau mit einem anderen Mann belogen. Dazu hat sich Sinan G natürlich nicht dazu geäußert damals. Der Beef scheint wohl jetzt wieder zu entfachen, Freunde. Und Sinan G postet natürlich einige Dinge hin und wieder mal über Cambo Slice, wenn da was Negatives rauskommen sollte. Na, ist ja natürlich klar. Ja, Leute, was haltet ihr zu dieser Thematik? Wie findet ihr den Rapper Cambo Slice? Ja, musikalisch natürlich ein Talent, was natürlich jetzt zu seiner Person selber ist. Ist natürlich jetzt gerade rufschädigend für den Rapper, würde ich mal so sagen. Aber bekanntlich heißt es ja bei Deutschrap, jede negative Schlagzeile bringt natürlich Promo, ja, und natürlich jede Menge Reichweite. Mittlerweile kennt wahrscheinlich jetzt ganz Deutschland den Rapper Cambo Slice, ja. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace and out.